Ende leidet nur unsere Klasse, unsere Geschwister auf beiden Seiten der Grenze. Ob jetzt so eine Rede eben von einem Putin vorgetragen wird, vielleicht noch in einem traditionelleren Stil von militärischem Machismo oder eben von einer Grünpolitikerin, wo dann die Aufforderung der Waffenlieferungen an die ukrainische Nationalarmee dann eben gegendert vorgetragen wird. Aber es lässt natürlich außen vor, dass die russischen Separatisten auch vermehrt nationalistische Kriegsverbrechen begangen haben, Kriegsverbrechen gegenüber Ukrainern, und dass die Krim-Tataren auf der Krim eben ihres Selbstbestimmungsrechts beraubt werden. Krieg dem Krieg. Das muss in jedem Fall und in allen Fällen immer unsere oberste Losung sein. Es gibt keinen guten Krieg. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute bei Übertage in der 53. Folge sprechen wir über die aktuelle Situation in der Ukraine. Wir haben das jetzt dazwischen geschoben. Wir hatten eigentlich was anderes geplant für diesen Sonntag und verschieben das einfach, weil es eine sehr aktuelle Thematik ist, wo es jetzt also mit dem 21. Februar aktuelle Entwicklungen gab, die uns jetzt doch dazu veranlasst haben, jetzt dazu was zu machen. Wir haben eben lange überlegt, was dazu zu machen. Ihr habt auch häufiger mal uns gefragt, wollt ihr nicht dazu mal was aufnehmen? Wir waren uns also unsicher, weil wir einfach die Entwicklung, die da passiert ist, sehr unklar fanden. Generell ist es ja so, dass sowieso in der Region ein Krieg seit vielen Jahren tobt und auf der anderen Seite ist halt also eine ständige mediale Berichterstattung darüber gibt, dass jetzt wieder irgendwelche Konflikte aufkommen können und so weiter und so fort, und deswegen ist es immer sehr schwer, da abzusehen, was da wirklich passiert. Deswegen auch nochmal von uns hier an dieser Stelle, um das ganz klar zu sagen, heute ist wirklich nur eine kurze Meinungsfolge von uns und keine tiefgreifende Analyse der Situation oder etwas Vergleichbares. Also wir werden hier wirklich einfach unsere Meinung äußern, werden halt klar einen Standpunkt beziehen, was wir denken, was jetzt zu tun ist, wie wir die Situation grob bewerten, aber jetzt nicht irgendwie eine tiefgreifende Analyse dieses Konflikts liefern. Ich habe es gerade schon gesagt, gestern gab es eben diese Entwicklung, es gab eine Pressemitteilung, also am 21. Februar, wo Putin das erste Mal offiziell die autonomen Regionen im Donbass eben, die sich zu Russland zugehörig fühlen oder die sich halt in diesem Kriegszustand mit der Ukraine befinden, als offiziell anerkannt hat. Das gab es davor noch nicht, als da 2014 diese Auseinandersetzung gab und diese Wahlen dann, dass sich diese Regionen lossagen von der Ukraine und zu Russland zugehörig fühlen, da hat der Kreml das offiziell noch nicht anerkannt. Und jetzt gibt es eben diese offizielle Anerkennung und parallel gab es eben die Sichtung von größeren Truppenbewegungen eben in diese Regionen hinein. Das heißt also, das ist jetzt wirklich eine so weitreichende Eskalation, dass es jetzt darüber hinausgeht, über dieses, okay, es wird einfach nur darüber geredet, es könnte passieren, sondern jetzt sind halt die ersten Schritte einer totalen Eskalation dieses Konflikts gemacht worden. Es gibt auch Sanktionen von den USA, die angezogen wurden, und auch die lokalen anarchistischen Zusammenhänge, Strukturen schlagen eben Alarm, haben auf Grundlage dieser Entwicklung auch Texte veröffentlicht und gesagt, okay, jetzt wird's wirklich ernst, und mobilisieren da halt eben auch dazu, dass man sich jetzt auch öffentlich äußern soll, dass man jetzt halt eben gegen den Krieg agitieren soll. Und genau das wollen wir auch heute mit der Folge als ersten Schritt machen. Ja, bevor es losgeht, ist natürlich noch zu sagen, dass wir diese Folge aufgenommen haben, bevor also der Krieg jetzt wirklich umgesetzt wurde. Ihr habt das schon in der bisherigen Einleitung gehört, dass die Aufnahme noch ein paar Tage vorher stammt. Wir haben es aber ja auch schon ein bisschen abgesehen, beziehungsweise die ganze Welt hat das schon befürchtet. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Ich muss einfach sagen, dass wir auch wieder tief betroffen sind von der Situation. Wir wünschen all unseren Genossinnen und allen Menschen vor Ort einfach nur das Beste, dass sie das Heil überstehen, so gut es eben geht. Und das ist einfach eine furchtbare Situation, die uns wieder die Welt der Herrschaft aufbürdet, die einfach die Barbarei wieder in den Vordergrund rückt, und wir müssen alles dafür tun, dass ihre Welt des Krieges bald der Geschichte angehört. Wir müssen jetzt klar für den Frieden einstehen, gegen diesen Krieg einstehen, alles dafür tun, und jeder von uns und jede von uns kann einen Teil dazu tun, dass dieser Krieg eher heute als morgen wieder zu Ende ist. Die Waffen nieder.
Und jetzt geht es los mit der eigentlichen Folge. Ja, und für uns ist es am Anfang extrem wichtig, ganz klar zu sagen, wir stehen da wirklich gegen jeden Imperialismus. Weil das, was dort aufeinander trifft, ist jetzt nicht wie in anderen Konflikten, die wir behandelt haben, wie beispielsweise bei Afghanistan, ein vom Imperialismus betroffenes Land, was sich eben der imperialistischen westlichen Militärmacht gegenüber sieht, sondern hier treffen in der Ukraine der russische Imperialismus auf den westlichen, auf den EU- und auf den US-amerikanischen Imperialismus. Und die Ukraine ist dort das Schlachtfeld, auf dem das Ganze ausgetragen wird. Das Ganze reiht sich natürlich jetzt in eine lange Geschichte von Konflikten ein. Wir hatten den Syrienkrieg, in dem das Assad-Regime von Russland gegen die Rebellentruppen unterstützt wurden. Wir hatten verschiedene Konflikte im Kaukasus, allen voran Georgien. Wir hatten auch immer wieder Konflikte in Zentralasien, wo dort das so ausgetragen wurde. Und hier die Ukraine ist jetzt ja seit 2014 eben der wohl zentralste Schauplatz in ganz Europa. Denn sowohl die EU als auch allgemeiner der Westen haben jetzt lange eine Politik der Osterweiterung gefahren. Es wurden sich vorher noch in der russischen Machtsphäre befindende Staaten nach und nach einverleibt. Rumänien und Bulgarien auf dem Balkan, die baltischen Staaten. Polen wurde immer weiter zu einer Militärmacht gegen Russland aufgerüstet und zuletzt gab es auch Konflikte um Belarus. Aber Russland lässt sich das natürlich alles nicht gefallen und versucht in all diesen Staaten auch seine politischen Kräfte und auch immer wieder verschiedene Ethnien in sein imperialistisches Programm einzubeziehen. Ja, und parallel haben wir eben die Annexion der Krim erlebt, wo eben Russland das erste Mal, ich habe jetzt gerade gar nicht aus im Kopf, wann genau das eben vonstatten ging, aber wo eben tatsächlich dann Russland, wie das dann ja auch hier in westlichen Medien immer so schön beschrieben wird, sich diese Region einverleibt hat. Und klar, es steht jetzt eben zur Befürchtung, dass das Gleiche jetzt mit den autonomen Gebieten da passiert, dass jetzt also nach der Krim eben die beiden autonomen Gebiete, die da übrig sind, auch von Russland übernommen werden. Ja, und das ist ja auch eine recht gängige Praxis wiederum von Russland gewesen. Also wir sprechen ja gerade über die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, ja, die im Osten der Ukraine liegen. Das ist ja etwas, was vorher auch schon so passiert ist. Nehmen wir den Bürgerkrieg in Moldawien mit Transnistrien, was auch an der Grenze zu Russland eine, ja, kleine abtrünnige Republik mit knapp 150.000 Einwohnern, die aber trotzdem wichtiger Militärstandpunkt für Russland ist, wo auch immer noch eine russische Armeebrigade positioniert ist, die dort auch ein ziemlich großes Militärgutlager bewacht. Als auch in Georgien, im georgischen Bürgerkrieg, in dem sich Südossetien und Abchasien losgesagt haben und weiterhin dort als Pufferzone und als Militärbasen von Russland genutzt werden können. Vielleicht muss man es auch so sehen, dass es auch ein bisschen ein verlorener Versuch ist von Russland, weil Russland wäre es natürlich lieber, wenn sie jetzt das Kronjuwel eigentlich der post-sowjetischen Macht, das sie noch hatten, nämlich die Ukraine, zu behalten. Aber wenn das eben nicht geht, dann reißt man sich halt die Teile unter den Nagel, die irgendwie noch militärisch zu halten sind. Ansonsten wäre jetzt mit der Ukraine halt ein Staat direkt vor der Haustür, der möglicherweise in die NATO eintreten könnte und dann direkt eben NATO-Truppen direkt an russischer Grenze stehen. Das ist natürlich geopolitisch etwas, was man eigentlich zu vermeiden versucht. Und das ist ja auch wichtig zu betrachten, dass eben diese Aggressionen der beiden Machtblöcke sehr unterschiedlich ablaufen. Die Osterweiterung der EU, das funktioniert also natürlich ohne jetzt direktes großes Tamtam, Blutvergießen und Militäreinsätze in der breiteren Öffentlichkeit. Das ist aber ja eine genauso starke Aggression, die dann eben ja auch offensichtlich dieses Risiko eingeht, dann also Russland so anzupissen und so in die Enge zu drängen, oder sich so, dass sich Russland so in die Enge gedrängt fühlt an der Stelle. Und auch ganz sicher ganz viele Verträge und Abmachungen, also in der Öffentlichkeit stellen sich immer so dar wie die großen Friedenswächter, die da irgendwie einfach nur probieren, dieses gefährliche Russland irgendwie zu bändigen und immer nur auf den Frieden zu pochen. Aber da könnt ihr euch sicher sein, hinter den Türen geht das ganz anders ab und da wird halt über jeden Meter Land und jede Möglichkeit auf Zugriff auf Ressourcen und so weiter und politischer Machtsphäre wird da halt geschachert.
Das ist eben wichtig im Kopf zu behalten. Dennoch muss man ja sagen, dass quasi diese aktuelle Aggression, die dann eben jetzt dann vielleicht auch wieder in einem größeren Krieg münden wird, das ist ja etwas, was vor allen Dingen eben Russland betreibt. Das ist ja auch eine Eskalation, die sehr, sehr tiefgehende und dramatischere Folgen auch nochmal hat. Weil natürlich ein ausufernder Krieg ist jetzt nochmal was anderes als so eine Form von Softpower, wo eben versucht wird, über die Zeit eben so Machtsphären auszubreiten. Und unter einem offenen Krieg leiden natürlich die Menschen viel, viel offensiver und viel, viel direkter. Ich will das jetzt nicht werten in dem Sinne, sondern ich will nur nochmal aufmachen, dass es eben, dass diese Eskalation, dass wir die Augen nicht verschließen dürfen vor der Aggression von dem EU-Imperialismus und dem US-Imperialismus, aber dass wir einfach auch sehen, dass dieser offene Krieg, den Russland gerade jetzt anzustreben scheint oder zu provozieren scheint in letzter Konsequenz, dass der halt, oder Beginn, also dass sie halt den Beginn vielleicht setzen von dieser kriegerischen Auseinandersetzung, dass das halt eben einfach nochmal eine sehr, sehr tiefgreifende Verelendung und Verschlimmerung der Situation bedeutet. Ja, da hast du natürlich recht, aber was wir, glaube ich, auch sehen müssen, ist, dass natürlich die ukrainische Armee die ganze Zeit halt in Position gebracht wird, eben gegen die russische Seite. Ja, und es stimmt natürlich, die USA, Frankreich, die meisten EU-Staaten haben halt klar gesagt, wir wollen erstmal nicht die Ukraine in die NATO aufnehmen und wir wollen auch keinen direkten Konflikt mit Russland, wie das vielleicht jetzt ukrainische Kriegstreiber wollen. Das stimmt, aber gleichzeitig werden ja Milliarden in die ukrainische Armee reingepackt und es wird aktiv damit versucht, eben russische Kräfte an der Grenze zu binden, beziehungsweise in den Volksrepubliken, so dafür zu sorgen, dass Russland eben nicht einfach da Landnahme betreiben kann. Und deswegen ist das ja auch immer noch ein sich gegenseitiges Hochschaukeln. Mhm, klar. Während zusätzlich, wie du schon richtig gesagt hast, die EU und die USA die ganze Zeit eben ihre Softpower verwenden, um nach und nach eben Russland zu schwächen und verschiedene in der russischen Machtsphäre liegenden Staaten zu schwächen durch eben Finanzierung von oppositionellen Parteien, von Aufstandsbewegungen und gleichzeitig dann auch ja das Lieblingsmachtmittel, was wir auch in der Einleitung schon angesprochen haben, die guten alten Wirtschaftssanktionen. Ja. Und davon ausgehend möchte ich dann vielleicht auch nochmal drauf eingehen mit dieser Lage für die ukrainische Bevölkerung. Auch wenn jetzt natürlich mit einem offenen Krieg die Lage sich massiv verschlechtern könnte, die Ukraine halt jetzt schon seit etlichen Jahren eben von einem Krieg zerrissen wird und die Lage gerade der Bevölkerung der Ostukraine wirklich absolut, absolut desolat ist und zusätzlich noch durch eben das Bestehen von europäischen Politikern auf wirtschaftliche Reformen in der Ukraine selber und dem Kappen von wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland, weil das muss man eben noch mal kurz einschieben. Die Ukraine war integral wirtschaftlich mit Russland verbunden. Eigentlich waren die beiden Wirtschaften komplett aufeinander ausgerichtet, hat das natürlich zu einer absoluten Verarmung der Bevölkerung geführt und die Wirtschaft ist wirklich absolut in den Boden gerammt von der Ukraine. Und das sieht man ja auch an der Erhöhung von Lebensmittelpreisen und von dem Sinken der allgemeinen Lebensqualität. Ja, und deswegen ist es auch noch mal uns so wichtig, ganz klar zu machen, dass wir, und das ist auch eine unserer größten Aufgaben in dieser Situation, die Verurteilung geht wieder Kriegspropaganda beider Seiten. Weil, wie du das richtig dargestellt hast, am Ende leidet nur unsere Klasse, unsere Geschwister auf beiden Seiten der Grenze, speziell natürlich in der Region, aber es ist halt ein Konflikt, der potenziell also ja, für die gesamte Welt also Folgen haben kann. Am Ende leiden wir nur unter den Machtspielen der Herrschenden. Und es ist einfach nur widerwärtig, was wir hier jeden Tag vorgesetzt bekommen in den Nachrichten und so weiter. Weißt du, die labern immer halt ein von unabhängiger Presse, dies, das und so weiter. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie über den Konflikt berichtet wird, dann ist es doch halt ich habe keinen einzigen wirklich differenzierten Bericht gesehen die letzten Wochen. Keinen einzigen. Wird es vielleicht wahrscheinlich auch gegeben haben, irgendwo um 11 Uhr dann bei irgendwie Titelthemen und was weiß ich. Aber wenn man sich jetzt eben anguckt, wie eben über diese Rede dann von Putin auch gesprochen wird, der große Kriegstreiber und so weiter. Wie viele Reden von Biden und von allen möglichen europäischen Politikern haben wir denn jetzt schon gesehen, die genauso reine Kriegstreiberei waren, wo die Leute genauso den gleichen Ton angesetzt haben, die gleichen Bedrohungsszenarien aufgebaut haben. Und ich habe nie irgendwo gelesen, ja, Biden, dieser Kriegstreiber, was sagt er da schon wieder so? Und das ist doch einfach
eine ganz offensichtliche Tendenz, die uns hier vorgesetzt wird, obwohl beide Seiten eine Aggression da betreiben. Und das ist die gleiche Scheiße, wie das auch 2014 schon der Fall war. Ich will mir gar nicht vorstellen, was in Russland gerade in den Medien abgeht, so. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber was wir hier schon halt ertragen müssen, ist halt einfach nur, ich finde es halt mehr als belastend, sag ich mal. So, und da möchte ich auch mal was wirklich klarstellen, was eben diese freie Presse im Westen hier bedeutet. Das bedeutet erstmal eine freie Marktwirtschaft für eben das Angebot von Presse ohne staatliche Intervention, wobei man ja selbst das nicht in Deutschland sagen kann. Und das bedeutet eben, dass es dann trotzdem die Presse des größten Kapitalgebers und damit auch immer eine bürgerliche, den Staatszwecken zutragende Presse sein wird. Das soll jetzt nicht heißen, dass die russische Presse irgendwie besser ist, wie das dann manchmal dargestellt wird, dass RT ja dann da irgendwie dann die Wahrheit bringt und man muss sich ja nur beides angucken und dann findet man das irgendwo in der Mitte. Nein, aber das ist wichtig, das mal einmal so klar zu sagen, weil das wird ja auch immer hochgehalten. Und das ist ja auch eine der zentralen Kernbotschaften eben in der Kriegspropaganda, die von EU und Westen betrieben wird. Hier die westliche freie Welt mit Menschenrechten, mit dem Recht auf freie Marktwirtschaft und dort eben das russische Imperium des Bösen, autoritär, nationalistisch, rassistisch, homophob und traditionell. Und das ist natürlich, wenn man sich einfach die reelle Situation anguckt, großer Quatsch. Einmal ist es sowieso egal für die tatsächlichen ökonomischen und geopolitischen Interessen, die dahinter stecken, ob jetzt so eine Rede eben von einem Putin vorgetragen wird, vielleicht noch in einem traditionelleren Stil von militärischem Machismo oder eben von einer Grünpolitikerin, wo dann die Aufforderung der Waffenlieferungen an die ukrainische Nationalarmee dann eben gegendert vorgetragen wird. Ja. Das ist egal für das, was reell am Ende da rauskommt. Und dann kriege ich wirklich das Kotzen, wenn sich dann so Linksliberale in Deutschland darauf irgendwie positiv beziehen. Wie letztens, da möchte ich wirklich, wirklich nicht ins Detail drüber gehen, diesen furchtbaren Taz-Artikel über Phallozentrismus und Kriegsführung in der weiblichen Ukraine. Ja. Und da müssen wir sagen, wir müssen ganz klar diesem Bild widersprechen, weil ich sehe das immer und immer wieder, dass es in Deutschland eben diese Parteinahme von linker Seite für die Ukraine gibt, basierend auf dieser imperialistischen Propaganda. Und das ist sie eben, imperialistische Propaganda. Da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Fraktionen, die sich da breit machen. Ich will doch nochmal kurz hinzufügen, dass es eigentlich auch relativ bekannt ist, aber zu dem, wem auch die Medienhäuser in Deutschland gehören, ne? Das sind halt eben eine Handvoll mächtiger Familien der herrschenden Klasse. So. Ja. Und das ist auch einfach ein Fakt. Natürlich gibt's da noch eine gewisse Kontrolle drüber, aber auch in den Kontrollgremien sitzen halt ehemalige Politiker, andere in Teile der herrschenden Klasse auch wieder drin. Eben immer wenn es dann also wirklich drauf ankommt, wie in so einer Situation, dann wird da eine ganz große Einflussnahme ausgeübt. Wenn es nicht so relevant jetzt für die eigene Politik ist oder wenn man natürlich auch jetzt zum Beispiel über Russland oder so berichten kann, dann ist da natürlich eine ganz freie Berichterstattung möglich. Aber ich denke, dass in solchen Kriegssituationen wie jetzt, dann kann man doch das sehr deutlich und mit eigenem Auge einfach wahrnehmen, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, was da passiert. Also, faktisch sehen wir uns einer extrem großen Bedrohung der Menschen in der Region und der Welt gegenüber. Ich will jetzt nicht das große Schreckensszenario an die Wand malen, aber es muss einfach dazu gesagt werden, bei dieser Art von Konflikt ist immer die Option von so dem absoluten Endzeitszenario von irgendwie einer Atomeskalation oder so möglich. Das ist nicht so wahrscheinlich natürlich, weil einfach das für beide Seiten natürlich auch den Interessen zuwiderläuft, logischerweise auch den herrschenden Interessen. Ende der Welt, ja. Ja. Das ist wirtschaftlich schlecht nutzbar. Aber das ist eben auch was halt in solcher Art von Konflikten, wenn es eben zu dieser offenen Konfrontation kommt, auch einfach trotzdem passieren kann. So, das, was passieren wird und was gerade schon passiert, ist schon schlimm genug. Da muss nicht das große Schreckgespenst an die Wand gemalt werden, aber es besteht halt einfach diese realistische Option. Und da bin ich halt einfach nur schockiert darüber, dass jetzt schon die Situation der Menschen vor Ort einfach so ignoriert wird von uns. Ich meine, wie viele Menschen wurden früher durch die Friedensbewegung halt mobilisiert auf Grundlage von eben dieser Möglichkeit eines Atomkrieges? Oder zum Beispiel im Kontext der Anti-Atom-Bewegung, dann im Kontext von dem potenziellen, wenn auch nicht so wahrscheinlichen Fall, dass halt irgendwo mal ein Atomkraftwerk in die Luft geht oder so. Und das interessiert keinen Schwein. Es besteht halt dieses reale Szenario, so, dass das passieren kann.
sowas kann passieren, dass es halt über so eine Situation einfach zu einer totalen Ausrottung kommt. Und wie gesagt, selbst das, was wir jetzt halt schon erleben, ist schon schlimm genug. Und das schockiert mich halt einfach. Und da ist einfach die Frage, wo bleibt die Friedensbewegung in Deutschland, auch anschließend an das, was du schon angeschnitten hast, wie sich hier sogenannte Linke zu diesen Kriegstreibereien verhalten? Ja, die bleiben schön auf der einen oder auf der anderen Seite. Ja. Weil eine wirkliche Friedensbewegung in dem Sinne, die sich ganz klar gegen einen ganz allgemeinen Krieg der beiden Seiten positioniert, beziehungsweise die sagt, wir wollen weder die westlichen imperialistischen Interessen noch die russischen imperialistischen Interessen unterstützen, die gibt's so nicht. Und man lässt sich auf jeder Seite mit verschiedenen Abstufungen auf diese Propaganda ein. Und das ist eben das große Problem. Wenn wir uns beispielsweise alles, was sich so um die DKP auf der prorussischen Seite versammelt, anschauen, da ist da ganz klar eine Übernahme dieses prorussischen Narrativs von einem russischen antifaschistischen Feldzug gegen ukrainische Faschisten und die westlichen Imperialisten. Und das wird natürlich auch da von der russischen Seite befeuert. Beispielsweise Putin hat ja auch schon mal von einer Verhinderung eines Srebrenica im Donbass gesprochen. Mhm. Was ihr das nicht wisst, Srebrenica war das Massaker von bosnisch-serbischen Truppen an muslimischen Bosniaken im heutigen Bosnien-Herzegowina. Interessanterweise, die Truppen der Republik Srpska wurden indirekt von Russland über Serbien unterstützt. Aber das lassen wir jetzt mal einfach außen vor. Und das wird dann eben genauso übernommen, dass die Ukraine als durch und durch faschistischer Staat gezeichnet wird. Da ist in Teilen natürlich was dran. Es gab beispielsweise die Übernahme des faschistischen Azov-Bataillon in die offiziellen nationalen Streitkräfte. Und faschistische Parteien haben niedrige zweistellige Ergebnisse zu verzeichnen. Und es gibt auch allgemein große nationalistische Gesetzeserlasse und überall übergreifend nationalistische Stimmung im ukrainischen politischen Lager. Aber es lässt natürlich außen vor, dass die russischen Separatisten auch vermehrt nationalistische Kriegsverbrechen begangen haben, Kriegsverbrechen gegenüber Ukrainern, und dass die Krim-Tataren auf der Krim eben ihres Selbstbestimmungsrechts beraubt werden. Genauso wie, dass auch russische Neonazis und Faschisten auf Seite der russischen Separatisten gekämpft haben. Man kann sich ja auch einfach so ein bisschen die Spaltung der europäischen Neonazi-Szene am Ukraine-Konflikt anschauen, wo man das eigentlich sehr gut sieht. Da wird aber einfach dann dieses wirklich sehr banale und dumme Narrativ der russischen Seite übernommen. Und da muss man jetzt auch wirklich mal ganz klar sagen, mit der DKP, das muss halt irgendwann mal Konsequenzen haben. Also ohne Scheiß, guckt euch mal bitte die Kanäle von der DKP gerade an. Das ist halt einfach eine Verlängerung von der Kriegspropaganda von Russland. Hier Hände weg vom Donbass und bla bla bla. Also ohne Scheiß. Was ist halt mit der DKP? So, das kann man gar nicht mehr in Worte fassen, was die halt gerade betreiben. Und das wundert mich halt auch nicht, dass dann in Verbindung halt mit einer teilweise ja auch kaputten Friedensbewegung, die ja auch oft eng mit der DKP verbunden ist, wo halt in Teilen der Friedensbewegung eine klare Parteilichkeit mit eben, oder eine Tendenz auf jeden Fall, zu Russland, also da existiert. Da wundert mich dann auch nicht, dass da dann nichts kommt, so aus der Ecke, oder wenn da was kommen würde, dass das halt wahrscheinlich einfach nur Scheiße wäre. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und auf der anderen Seite haben wir dann wiederum, ja, jetzt, was wir jetzt als faktische Mobilisierung haben, sind von so nationalistischen Ukrainern, die dann, das sind die ersten eigentlich so faktischen Mobilisierungen auf den Straßen in Deutschland, von der ukrainischen Community, die auch dann, ja, faktisch dazu aufrufen, dass halt Deutschland Waffen liefern soll, dass Deutschland Ukraine aufrüsten soll, und das in Verbindung eben mit den Grünen. Weil die Grünen dürfen natürlich bei so einem Krieg nicht fehlen. Die Grünen sind ja die Friedenspartei und die ja total ökologische und pazifistische Stimme des deutschen Volkes, und dementsprechend sind sie natürlich dann auch für Waffenlieferungen, und selbst die Leute viele Leute in der grünen Jugend, wenn man sich dann so die Twitter-Kanäle von einigen grünen Jugendlern so anguckt heutzutage, ja, es fällt mir ja schwer, es
diesen Kompromiss zu machen, aber ja, wir müssen schon Waffen liefern. Wir müssen schon irgendwie den Frieden jetzt garantieren da in der Ukraine. Und ja, dann passt das doch zusammen, was zusammen gehört, und dann sieht doch auch mal wieder alle Welt und speziell in Deutschland natürlich, was von den Grünen zu halten ist, dieser verkackten Kriegspartei einfach nur widerwärtig. Ja, die Grünen sind ja nicht nur das, sondern sie sind ja auch das gute antifaschistische Gewissen des deutschen Volkes. Und da sehen wir ja jetzt schon, das ist ein absoluter Krieg des gegenseitigen Antifaschismus, sowohl von der westlichen als auch von der russischen Seite. Und man hat da natürlich nur die besten Interessen des Kampfes gegen den Faschismus im Sinn. Weswegen man ja dann auch, wie du schon gesagt hast, als Grünpolitiker dann auch einfach mal an die Front der Ostukraine fahren kann. Und das, worüber man sich da definiert, sind dann ja die vorher schon angesprochenen europäischen Werte, die man dort verteidigt. Die Selbstbestimmung für queere Leute und Frauen, die natürlich dann auch mal ins Hinterlicht rücken kann, wenn man es okay findet, dass dann eben auch das Azov-Bataillon dann kämpft, dann ist es vielleicht jetzt in den Grenzgebieten der Ostukraine ganz okay, wenn da dann mal nicht so gut mit homosexuellen oder queeren Personen umgegangen wird. Aber man hat ja jetzt auch einen großen Champion gefunden, nämlich den derzeitigen ukrainischen Präsidenten Zelensky. Entschuldigung mal wieder für die Aussprache. Das ist jetzt der große Reformer, den es ja in, der ja in keinem dem Westen zugewandten diktatorischen Regime fehlen darf. Natürlich ist die Ukraine keine Diktatur, sondern eine astreine Demokratie, der als russischsprachiger Jude gegen die Korruption und für den Frieden in den Präsidentenpalast eingezogen ist. Bezüglich der Korruption kann man vielleicht noch anmerken, dass er unter anderem in den Pandora Papers aufgetaucht ist und eine Briefkastenfirma in einer Steueroase in der Karibik hat. Als auch, dass er weiterhin einen sehr aggressiven Kurs gegenüber Russland fährt und beispielsweise die Rückgabe der Krim als Friedensbedingung angibt. Und natürlich auch weiterhin eine Aufrüstung der ukrainischen Armee fordert. Aber das hindert natürlich die Grünen nicht daran, ganz klar einfach Parteinahme für diese Person zu betreiben und sich eben in bester antifaschistischer Manier auf die Seite der Guten zu schlagen, wie man das schon vorher bei der Bombardierung von Serbien oder in verschiedenen anderen westlichen Militäreinsätzen getan hat, um natürlich auch dort dann von deutscher Seite aus ein zweites Auschwitz in der Ukraine zu verhindern. Oder ein drittes dann in dem Fall. Kosovo war ja schon das zweite. Kommen wir zu unserem Fazit, kommen wir zu unserer abschließenden Position, zu der Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen. Krieg dem Krieg. Das muss in jedem Fall und in allen Fällen immer unsere oberste Losung sein. Es gibt keinen guten Krieg. Der Krieg ist immer, immer im Interesse der Herrschenden. Und wir müssen alle Bemühungen in jeder Situation, egal worum es geht, müssen wir immer darum uns bemühen, uns darauf zu fokussieren, dass Frieden herrsche. Weil nicht nur im Sinne von den Menschen, die davon betroffen sind, und darum geht es natürlich vor allem, dass also der Krieg einfach nur uns einfachen Leute, die unsere Klasse halt also belastet, vernichtet und verelendet, sondern auch, weil Krieg also der womöglich schlechteste Zustand ist, in dem wir auch irgendwie revolutionär tätig sein können. Im Krieg tritt alles in den Hintergrund. Es wird das Nationalgefühl, wie das ja jetzt auch der Fall ist, wird in den Vordergrund gerückt. Alles muss hinter der Nation zurückstehen. Alle müssen sich an dem großen vaterländischen Krieg dann beteiligen. Und wer eben da abtrünnig wird, der wird ausgesondert. Es muss immer darum gehen, uns ganz klar gegen jeden Krieg eben zu positionieren. Und in diesem Sinne ist es auch wichtig, dass wir unsere lokalen anarchistischen Genossinnen jetzt mehr denn je auch unterstützen. Sowohl in der Ukraine, als auch in Russland, als auch in Belarus und der gesamten Region, die davon betroffen sind. Es gibt viele gute Kräfte dort vor Ort, die wir unterstützen sollten. Wir müssen ihre Texte verbreiten. Wir können sie sicherlich auch in unterschiedlicher Form finanziell unterstützen. Und im besten Falle probieren wir natürlich auch hier vor Ort Druck zu machen gegen die Kriegstreiberei beider Seiten. Und auch wenn es jetzt gerade noch keine Friedensbewegungen in Deutschland gibt, können wir natürlich mit unseren Möglichkeiten und müssen wir auch mit unseren Möglichkeiten jetzt auch schon Druck im kleinen Maße erzeugen. Wieso machen wir nicht eigene kleine Kundgebungen, anarchistische Kundgebungen zu dem Thema? Machen vielleicht vor russischen Botschaften und auch vor Niederlassungen in Deutschland, die mit der NATO zu tun haben oder mit sonstiger Aufrüstung und Kriegsinfrastruktur und so weiter. Wieso machen wir nicht da Kundgebungen vor? Machen einfach aufmerksam aus unserer Perspektive. Das wäre was wir auch jetzt schon
tun können als Anarchistinnen und als alle mit einer fortschrittlichen Position zu dieser Thematik. Ja, und falls es dann eben tatsächlich mal wieder zu großen Mobilisierungen der Friedensbewegung hier in Deutschland gegen diesen Krieg kommt, dann müssen wir wirklich, und das meine ich so ernst, weil das darf nicht wieder passieren, dann müssen wir auch mal diese Widersprüche in dieser Bewegung aushalten. Dann müssen wir es aushalten, dass es vermutlich auch direkte Parteinahme auf diesen Demos geben wird, entweder für die Ukraine oder viel wahrscheinlicher für Russland. Dann dürfen wir nicht einfach wieder nur als Zaungast am Rand stehen und uns darüber beömmeln und sagen, ach guck mal, wie reaktionär jetzt schon wieder hier mit National fahren und dann steht da Hände weg von Russland, sondern wir müssen aktiv reingehen und wir müssen den Kampf um die Deutungshoheit in diesen Bewegungen führen und ganz klar dort eben unser Interesse als Klasse, unser Interesse als internationale Klasse durchsetzen. Und wir müssen dort allen voran dann als Anarchisten uns dran beteiligen und dort auch streiten. Da möchte ich wirklich nochmal diesen Appell betonen, das wird so wichtig sein, weil davon hängt auch eben vielleicht nicht direkt, aber indirekt auch das Überleben der Leute vor Ort ab. Weil auch hier von Deutschland aus wird dieser Krieg in der Ukraine geführt werden. Ich finde auch nochmal wichtig zu betonen, warum das gerade auch vielleicht an dieser Stelle, wenn man jetzt von links halt darauf guckt, von Anarchistinnen viel abhängt, dass das in eine vernünftige Richtung geht, ist eben, weil auch echt gar nicht unrelevante Teile von speziell natürlich einer autoritären Linken da halt einfach total kaputte Positionen dazu haben. Wir haben jetzt nur die DKP angesprochen, aber es gibt natürlich noch weitere Fraktionen, die da einfach total wahnsinnig sind letztendlich. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir als Anarchistinnen da auch klar machen, wo wir stehen. Und das kann auch eine Chance letztendlich sein. Wie gesagt, ich will jetzt diese ganze Situation nicht als die große Chance für uns jetzt irgendwie titulieren. Das wäre total verfehlt. Aber es kann trotzdem eine Chance für uns sein, auch ganz klar zu machen, dass unsere anarchistische Position sich da auch einfach unterscheidet von vielen speziell autoritärsozialistischen Positionen. Wo wir also auch an Profil als Anarchistinnen gewinnen können im Kontext dieses Konflikts, das ist, denke ich, ganz zentral. Und das ist ja auch eine Sache, die nebenbei für die Genossinnen in Osteuropa sehr, sehr zentral ist. Dass man genau an solchen Fragen, wo man das also dann sehr deutlich sehen kann, wie sich also die kommunistischen Parteien dort in Osteuropa und so weiter verhalten zu solchen Konflikten, eben so pro-russisch und so weiter und rückwärts bezogen auf die Sowjetunion und so, dass man da halt also Alternativpositionen aufmacht, die einzig richtige Position aufmacht, das auch einfach sehr viel ansprechender natürlich für die Masse der Menschen auch ist letztendlich. Weil die Masse der Menschen will halt keinen Krieg. Speziell in den Regionen, wo man natürlich vom Krieg betroffen ist, will man eigentlich keinen Krieg. Weil einfach Krieg reine Verelendung bedeutet und da bleiben dann halt nur wenige ideologisch Verbrämte oder eben die Profiteure davon über. Oder die es halt aus einem Pflichtbewusstsein hinaus betreiben oder was auch immer. Ja, und eben genau damit sollten wir heute abschließen und nochmal ganz klar sagen, dass das, wie dieser Krieg halt hier in der Öffentlichkeit dargestellt wird, wie Propaganda bezüglich dieses Krieges betrieben wird, eigentlich nicht ferner von der Wahrheit sein kann. Und deswegen auch kein Anknüpfungspunkt in irgendeiner Art und Weise für eine radikale Linke, für eine anarchistische Bewegung, für irgendwas, was sich irgendwie sozialistisch oder klassenbewusst schimpft, sein darf. Sofern auch diese großen Erzählungen des antifaschistischen Kreuzzuges dort von beiden Seiten vielleicht auf manche wirken mag, dürfen wir eben nicht vergessen, was dort geopfert wird. Dort werden Tausende von Menschenleben schon seit Jahren geopfert und es werden einfach noch viele mehr werden, desto weiter dieser Konflikt fortschreitet. Es werden nicht nur direkt diese Leben, sondern es wird auch die Lebensgrundlage und das alltägliche Überleben dieser Menschen jedes Mal aufs Neue zerstört oder eben aufs Spiel gesetzt. Für ein paar Meter weiter, die dann die Grenze der Region Donbass in die Ukraine vorrücken kann, oder ein paar Meter weiter, die dann eben die Grenze der Ukraine in die Region Lugansk wieder zurückrücken kann und man sich dann entscheiden kann, ob man eben von einem autoritären, staatsinterventionistischen russischen Staat oder von einem komplett wirtschaftlich zerstörten ukrainischen nationalistischen Staat regiert werden darf. Der von irgendwelchen Mafiosis geführt wird. Aber das, was es dann wirklich für die Leute bedeutet, sind eben graduelle Unterschiede. Das, was wirklich dort zentral ist, ist, dass es eben nicht diesen Krieg gibt und dass die Leute sich dort selber organisieren
und von ihren tatsächlichen Feinden, nämlich sowohl den auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite, befreien können und auch von denen, die sie ganz direkt alltäglich in den Fabriken, in den Büros oder auf den Feldern ausbeuten. Ja, in dem Sinne, lasst uns schließen mit Erichs Mühsams Soldatenlied, was wir dann hier am Ende nochmal einspielen. Soldatenruf von Front zu Front, ist Ruhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten konnt, kann's für die sein mehr. Glück auf. Glück auf. Wir lernten in der Schlacht zu stehen, bei Sturm und Höllenglut. Wir lernten in den Tod zu gehen, nicht achtend unser Blut. Und wenn sich einst die Waffe kehrt, auf die, die uns den Kampf gelehrt, sie werden uns nicht feige sehen, ihr Unterricht war gut. Wir töten, wie man uns befahl, mit Blei und Dynamit. Für Vaterland und Kapital, für Regierung und Profit. Doch wenn erfüllt die Tage sind, dann stehen wir auf für Weib und Kind. Und kämpfen bis durch Dunst und Qual, die lichte Sonne sieht. Soldatenruf von Front zu Front, es ruhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten konnt, kann für die Seinen mehr. Hier drüben auf zur gleichen Pflicht, vergiss den Freund, den Feinde nicht. In Flammen ruft der Horizont, nach Hause jedes Heer. Lebt wohl, ihr Brüder, unsere Hand, dass ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband in rohem Krieg entzwei. Sieg allen in der Heimatschlacht, dann sinken Grenzen, stürzt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland und alle Welt ist frei. Unsere Hand, dass ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband in rohem Krieg entzwei. Sieg allen in der Heimatschlacht, dann sinken Grenzen, stürzt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland und alle Welt ist frei. Und alle Welt ist Vaterland und alle Welt ist frei.